Da ist ein Borgia-Turm. Ah! So. So war das. So war das. Genau. Gut. Pferd, wir haben was zu tun. Los, Abmarsch. So. Go, go, go. Überbringung erfolgreich. Okay, alles klar. So, jetzt werde ich... Keinen Test machen, scheiße. Ja, langweiler. Jetzt wollte ich einen Test machen, aber das funktioniert nicht ganz. Das heißt, die Ecke ist noch gesperrt. Das ist doch jetzt scheiße. Oh, hier ist so einiges, was man kaufen kann. Das ist jetzt natürlich doof. So genauso gesperrt sein. Seht ihr hier die Linie? Das ist irgendwie leeres Fraktionsgebäude. Warum ist hier ein... Geh mal gucken, ob wir an dem rankommen. Ich glaube zwar nicht, aber... Obwohl normalerweise, so wie der jetzt liegt dort, könnte... Nee. Wohl nicht. Nope. Wow. Ja, das ist natürlich blöd. Da müssen wir erstmal in der Hauptstory weiterkommen, um da überhaupt ranzukommen. Und natürlich wissen, was das hier ist. Ich glaube, dieses Spiel wird mir noch viele, viele Stunden Spielspaß geben. Das, da bin ich mir ganz sicher. Ich weiß, dass hier auf Garantie irgendwelche Flaggen versteckt sind. Ja, kein Rankommen, noch nicht. Das ist natürlich blöd. Dumm gelaufen. Was machen wir denn jetzt vor lauter Schreck? Dann würde ich sagen, gehen wir uns das Ding holen, dann den einzelnen Kunsthändler dort. Dann gehen wir nochmal zu einem Arzt, um dort zu investieren. Ich glaube, man muss in Ärzte investieren, um irgendwann mal die Investitionen als Objekte zurückzubekommen. Oh, das ist echt schnell, der Gaul. Scheint auch noch so einen Sprintmodus zu haben. Ih, schade. Na gut. Okay, jetzt haben wir uns ausmanövriert. Na gut. Geh weg, geh weg, geh weg, Bade. Hi, hi, andiamo. Gut. Logisch kaufen wir das. ...10.400 alle 20 Minuten. Ja, das scheppert schon in der Kasse. Lass mich! Nehmen wir das hier mal ganz kurz ab und dann gucken wir mal, ob wir uns das da leisten können. 29.000 könnten wir uns leisten, aber... Nicht ohne eine Bank in der Nähe. Pferd? Wir haben aber auch keine Assassinen-Mission selbst mehr, ne? Das ist komplett außerhalb der Range hier. Das ist natürlich krass. Das Aquädukt kriegen wir auch nicht.
Gut, machen wir folgendes. Dann gehen wir jetzt den holen und danach die Hauptmission an. Denn dann wird's schon knappig mit der Zeit. Nicht mit der Zeit. Zeit habe ich mir jetzt genug, aber mit dem Platz. Das heißt, danach werde ich erstmal wohl schneiden. Ich glaube, ich werde erstmal alles schön verschieben. Und wenn ich es verschoben habe, dann werde ich weiterspielen. Ich bin jetzt gerade so in dem Fluss drin, ne? Diesen Konzentrator? Ja, wollen wir. Achso, wir suchen uns erstmal noch einen Arzt. Ich will mal gucken, ob sich die Arztinvestitionen erhöhen. Vanucci, Tibetto, Alberti, Bondone, Sanzio, buona. Ja, okay. Finde ich gut. So, und jetzt lassen wir auf die Karte. Auf dem Weg dahin noch ein Doktore. Nehmen wir den hier, ne? Würde ich sagen. Ja. Oh. Ja, das sind keine großen Namen. Aber ich habe nicht immer vermutlich nur noch weniger auf. Er macht auf einer Trägheit. Aber die Borgia müssen einen. Wir bleiben hier. Wir müssen eh über die Brücke. Frisch gefangen. Frisch gefangener Igel. 1200. Ich müsste aber 3000 investieren, um diese Perlen zu bekommen. Oder muss ich einfach immer zum selben kommen? Gesamtinvestition. Potenzieller Gewinn. 1200 oder 2500 Risikofaktor. Merken wir uns das? Wie lange habe ich denn jetzt Zeit, junger Mann? Investitionen. 17 Minuten? Oh, Alter, really. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Okay, also müssen wir wahrscheinlich wirklich in ein und demselben Geschäft investieren, bis ich dort die Summe erreicht habe. Das ist natürlich mega doof. Welche Seite muss ich denn jetzt vom Fluss? Nee, ist schon richtig. Ich glaube, hier sitze ich. Gut. Brrr. Geht weg. Hier herrscht Ruhe, findet ihr? Na gut. Andiamo! Geh weg! Okay, was kommt jetzt? Ezio. Was? Hierher. Ezio hierher? Der Wolpe, glaube ich. Die Quelle ist die Quelle der mysteriösen Stimme folgen. Klang ein bisschen nach La Volpe. Ezio, komm her. Psst, Ezio, hierher. Ezio. Chiela. Oh. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her. Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Hm. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung.
Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. No. Hätte ich das gewusst. Die ist erstmal oberste Priorität. Warte hier. Ich komme gleich wieder. What the fuck? Really? Warte hier. Ich habe wie viele Stunden? Jetzt krieg ich doppelt so viele. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Mega. Söldnergebäude? Warte mal, Karte aktualisiert. Ich habe die Karte aktualisiert. Ja. %97. Warum nur 97%? Achso, weil ich hier noch Gebäude drin habe, ne? Das Pantheon. Und das Ding hier habe ich ja noch. Wir gehen jetzt erstmal zur Bank und... Leonardo, der Schlawiner, ey, der ist teuer. Habt ihr es gesehen? Na gut, aber... Ich denke, das ist okay. Es wird auch noch spannend, wenn ich dann irgendwann die Rätsel angehe hier. Wir haben ja damals eins zum Test gemacht, wo er dann mal dezent ins Bild verschwunden ist. Fand ich richtig geil. Auch die Rätsel um die Ecke denken und so weiter. Freue ich mich mega drauf. Wo ist denn diese blöde Bank? Bank! Was sagt es mir? Ich muss Geld mit mir rumtragen. Hallo? Jetzt wird's verrückt. Ach da, okay. Bist aber gut versteckt hier. Im Tresor. Spielergeld. Achso, okay. Investitionen. Ich kann es tatsächlich nicht. Also das heißt, ich müsste rein theoretisch wirklich dort investieren, wo das Objekt ist, was ich haben will. Richtig? Das heißt, ich müsste bei dem Arzt bleiben, um an dieses komische... Bis ich das Ding... Oh Gott! Habt ihr kein Schamgefühl? Sag mal, geht's dir hier zu gut, oder was? Ich würde es ja gern boxen, aber... kein Schamgefühl. Niemals. So, und was hat sie... Der Bezirk... Was hat er mir hier gerade mit 63 angezeigt? Er ist sogar nur zu 29% fertig. Alter, okay. Rom zu 63% wieder aufgebaut. Wir haben jetzt 49.000. Was war denn das? Pantheon? Was ich mir leisten konnte? Oder das hier unten? Ich glaube, das hier, ne? Komm mal her, Pferd. Vorsicht! Dann wären wir noch mal... Okay, verstehe. So, jetzt aber... Oh! Danach werden wir noch mal die Assassinen in die Schlacht schicken. Denn die bringen ja auch gut Schotter mit. Ich frage mich nur gerade mit dem Aufwerten... Lol, wie komme ich denn hier wieder raus? Mit dem Aufwerten kostet mich das Geld, oder... Höchstwahrscheinlich, oder? Kann ja nicht sein, dass ich hier meine ganzen Assassinen kostenfrei ausstatte und mich selbst gar nicht.
Pferd. Danke. Wo ist denn dieses blöde Objekt? Da oben oder was? Ja, Basilika. Aber jetzt bin ich doch auf der falschen Seite. Ich bin doch jetzt außerhalb der Mauern. Oder muss ich das von der Seite aktualisieren? Kusch, geht weg. Lässt doch vor Schreck erstmal das Buch fallen, damit er nie mehr lernen muss. Palazzo Senatorio. Ich glaube nicht, dass ich mir den leisten kann, ehrlich. Wo ist denn das Schild? Ach da. Warum müsst ihr euch so zum Narren machen? Doch, ich kann ihn mir leisten. Na, dann tun wir das doch mal. Nur die Frage, was für eine Steuer halte ich gerade? Was war das gerade? Habt ihr das gesehen? Ich weiß noch nicht wo. Da. Das ist einfach nur ein Symbol an der Wand, okay. Ja, hier ist ja natürlich jetzt auch noch irgendwo ein verstecktes Symbol. Und ich glaube, der Pantheon, glaube ich, lag bei 29.000. Also auch nicht mehr so teuer. Aber jetzt muss ich tatsächlich erstmal Assassinen losschicken und natürlich die Hauptmission machen, damit ich weiterkomme. Wo ist denn überhaupt die Hauptquest? Oh! Okay, nee, das war schon richtig. Wir gehen jetzt mal dorthin. Und dann gehen wir nochmal zur Hauptquest. Jetzt kriegen wir nämlich eine Erweiterung. Das ist das, was wir eigentlich haben wollten.